Hau, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ist der wirklich so schlecht, wie alle mir geschrieben haben? Mal gucken. Also ich habe hier diesen Lancôme Biotherm L'Oreal Armani Luxus Adventskalender. Den gibt es für 89,95 € zu kaufen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hier stand drauf, drin, bei Flaconi, dass der 330 € Warenwert haben soll, 21 hochwertige Miniaturen und Reisegrößen sowie 3 Originalprodukte. Ich bin gespannt. Optisch gefällt er mir richtig gut und er hat einen Ständer, das heißt Erwin kann seine tragende Rolle gut übernehmen. Es soll mit Armani starten in der Nummer 1. Und hier haben wir was zum Duschen drin. Ja, zum Anfang der Weihnachtszeit sollte man duschen, das stimmt. 50 ml und ja, die sind wirklich kleiner geworden. Sonst hatten die 75 ml. Ja, ein Duschgel Aqua di Gioia haben wir hier drin enthalten. Ja, es ist aber sehr angenehm, sehr aquatisch tatsächlich. Ein schöner Duft und eine schöne Nummer 1 eigentlich. Die Nummer 2 ist super, super leicht. Oh. Ja. Au. Ja. Es ist eine Parfümprobe vom Yves Saint Laurent Libre. Tolles Parfum. Eau de Parfum ist das. Und hier sind 1,2 ml drin enthalten. Sowas möchte ich eigentlich nicht in einem 90 € Adventskalender drin finden. Das stimmt. Das ist nicht cool. Das Libre ist ein super beliebter, bekannter Duft. Ne? Und da hätte man sich doch eher drüber gefreut, wenn da eine Miniatur drin gewesen wäre. Wobei da natürlich jetzt die Leute Glück haben, die nicht so draufstehen, Miniaturen zu haben. Die können das jetzt halt einfach sprühen. Ne? Aber trotzdem, 1,2 ml Parfümprobe. Nummer 3 ist auch mit dabei. Ja, die Produkte werden nicht größer. Ne? Lancôme Advent Génifique, das jugendlichkeitsaktivierende Konzentrat mit 7 ml, hat seinen Wert und ist auch ein super Produkt. Ja, aber da hole ich mir lieber den Lancôme Adventskalender und habe es dann in einer deutlich größeren Größe drin. Hier haben wir die Nummer 4. Biotherm. Und irgendwie sind die, also die Boxen sind wirklich viel leichter als sonst. Ich weiß auch nicht. Hier haben wir eine Lippenpflege drin. Eine Lippenbutter. Das finde ich gut. 5 ml haben wir hier drin enthalten. Lippenpflege kann man gut gebrauchen in der Zeit, ne, wenn es halt einfach ein bisschen kälter ist. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir sogar einen Deo-Roller oder so von Biotherm mit am Start. Und eine Lippenpflege mag ich einfach gerne. Ja. Der Tag vor Nikolaus, der 5. Dezember, enthält etwas von Lancôme. Und das fand ich immer dann schon sehr nett. Ne? Das ist die Idol-Mascara in einer Travel Size und zwar haben wir 2,5 ml hier drin enthalten. Das ist so eine bananenförmige Bürste, die die Wimpern wunderschön trennt und auch Länge gibt. Mir persönlich gibt sie zu wenig Fülle, aber die kann ich ja super mit zum Beispiel der Nabla Vicious kombinieren, um da halt das richtig krasse Wawawum-Ergebnis zu bekommen. Übrigens, da habe ich auch ein Video gemacht zu Wawawum-Wimpern. An Nikolaus möchten uns Viktor und Rolf ein bisschen beglücken. Da bin ich mal gespannt, was die beiden uns hier bringen werden. Und zwar eine Flowerbomb, eine Blumenbombe, eine Bodylotion. Das ist cool, 50 ml. Ich mag gerne so blumige Düfte, das ist voll mein Ding. Und ich mag es halt auch einfach in dem Adventskalender, dass wir halt die Duschgele und Bodylotions mit den Parfums halt mit dabei haben, damit man sich so durch eine maximale Anzahl von Düften auch durchschnuppern kann, um sich vielleicht mal irgendwann auch für einen der Düfte in einer, ja, Spray-Geschichte, in einer großen Geschichte so zu entscheiden. Ne? Die Nummer 7. Auch hier ein wirklich sehr kleines Tübchen von Biotherm, das Live Plankton Elixier. Das ist ein Serum, was regenerieren soll mit 5 ml. Ja, das Live Plankton Elixier hatte ich auch mal da. Da habe ich mal vor Jahren an einem Produkttest teilgenommen. Habe ich nicht ganz so gerne gemocht, weil mir das zu sehr gestunken hat einfach. Das war nicht so meine Welt. Ja, wirkungsweise war okay, aber hat mich jetzt nicht so von den Socken gehauen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Also es ist irgendwie ernüchternd, ne, wenn man diese wirklich kleinen Sachen hier überall drin hat. Aber das ist cool. Von Lancôme haben wir einen Lippenstift in der Farbe 888 oder so. Weiß ich nicht. Hinten drauf steht L'Absolu Rouge Intimat 888 Lippenstift Miniatur. 1,6 g sind hier drin enthalten. Finde ich aber okay. Also das ist eine Farbe, die wahrscheinlich dann auch nicht so häufig getragen wird. Also klar, ich habe jetzt aktuell immer Weihnachtsrot auf den Lippen wegen der Adventskalender. Für mich ist dieses ganz, ganz matte von Lancôme leider auch nichts. Ich mag lieber die etwas cremige Reihe von denen. Ne? Aber definitiv passend für den Adventskalender, muss ich sagen. Und dekorative Kosmetik feiere ich sowieso in meinem Adventskalender. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein schweres Produkt von Biotherm freuen. Und hier ist er, der Deo-Roller. Der war gut. 75 ml, ne? Habe ich leer gemacht, mochte ich gerne leiden, war sanft. Und ja, wer Deo-Roller mag, wird den auch mögen, denke ich. Und das müsste eine der Full-Sizes sein, ne? Hier habe ich jetzt die Nummer 10.
Und dort wird es mit einer Miniatur weitergehen. Sehr schön. Das ist das Giorgio Armani Sea Passionate. 7 Milliliter haben wir hier drin. Das finde ich sehr freundlich, dass sie das hier nochmal draufgeschrieben haben. Ne? Ja, und da werden sich die Miniaturensammler auf jeden Fall drüber freuen, weil das erwarten wir ja auch in diesem Adventskalender, oder? Ich sammle die Miniaturen ja immer. Ihr wisst nicht, wie oft ich auch Anfragen bekomme, ob ich den Adventskalender nicht für einen sehr, sehr hohen Preis verkaufen würde. Nee, ich sammle die übers ganze Jahr und vor allem jetzt in der Adventskalenderzeit geht es halt nochmal richtig ab. Ne? Und dann verlose ich den. Das ist einfach eine Sache für meine Community und finde ich irgendwie... Ich finde das schön, dass ihr da auch irgendwie eure Freude dran haben dürft. Die Nummer 11, die erste Schnapszahl, ist auch relativ schwer. Und hier haben wir das Lancôme La Nuit Trésor, ein ganz toller Duft. Den habe ich nämlich in Full Size. 50 Milliliter von einer parfümierten Bodylotion. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich mir das dann im Winter halt als Bodylotion auftrage, bevor man irgendwie auf eine Feier geht oder so, ne? Und dann sich nochmal das Parfum drauf macht, dann hält der Duft nämlich ein bisschen länger. Halbzeit, die Nummer 12 fühlt sich sehr, sehr leicht an. Und es sind auch nur 5 Milliliter drin von der Blue Pro Retinol Multi Correct Cream von Biotherm. Retinol ist so ein genialer Wirkstoff. Das ist der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Gehört ja auch zu den A-Vitaminen, ne? Und hat auch so eine leicht peelende Wirkung. Also vor allem würde ich das auch abends verwenden. Und ja, sehr, sehr gut, dass es hier drin enthalten ist. Jetzt habe ich die erste Hälfte des Adventskalenders hier stehen. Und für 45 Euro würde ich mir die Sachen jetzt so nicht kaufen, muss ich gestehen. Die Nummer 13, Armani. Es ist sehr leicht, Armani. Armani hat hier eine Probe reingegeben. Das finde ich nicht gut. Nee, das ist das My Way, ne? Werde ich wahrscheinlich behalten und probieren, weil ich das My Way auch mal wirklich intensiver und länger auch mal auf mir schnuppern wollte, um mir das gegebenenfalls wirklich zu kaufen. 1,2 Milliliter sind hier drin. Aber nee. Also erinnert ihr euch? Vor drei Jahren war das, ne? Da hatte Flaconi doch diesen Parfüm, haben die das erste Mal, glaube ich, versucht, einen Adventskalender zu machen und hatten da so viele Proben drin. Das ist eins der Videos gewesen, die meinen Kanal auch so mega gehypt haben damals. Ist das jetzt von denen, die jetzt diesen Adventskalender gepackt haben, so ein extremer Rückschritt von 3 bis 4 Jahren zurück in die Vergangenheit? Ich finde es schade, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich hier noch ein Sachet-Pröbchen finde, dann weiß ich nicht. Schmeiße ich den Adventskalender aus dem Fenster. Die Nummer 14. Biotherm. Das ist eine Bodylotion mit 100 Milliliter. Unsere dritte Bodylotion. Ja, sehr zitrischer Duft, ne? Sehr pflegendes Produkt. Also eine Freundin von mir feiert die total ab und findet es einfach total großartig und sagt, Mensch, das macht so positive Energie, wenn man das verwendet und so. Ja, ich bin halt nicht so der Zitrus-Fan. Passt aber zur Weihnachtszeit. Der 15. Dezember fühlt sich erschreckend leicht an. Und auch Lancôme hat sich gedacht, nee, komm, 5 Milliliter reichen. Von der Renergy HPN 300 Peptide Cream. Ja, eine Anti-Aging Cream mit 5 Millilitern. Also du hast hier die Möglichkeit, dich durch verschiedene Cremes und Serien halt so durchzuprobieren. Aber ich finde, das ist einfach, es ist zu wenig. Ja, wir hatten hier sonst auch wirklich diese Tiegelchen drin und so. Und das war schon cooler, oder? Der 16. Dezember hat eine Tube von dem My Way drin. Das ist eine Bodylotion, unsere vierte Bodylotion. 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten und das könnte ich dann wirklich mal in Kombination, wenn ich es mag, vom Duft her, ne? Aber die Duftbeschreibung hat sich immer sehr, sehr geil angehört. Genau, mit dem My Way Probending verwenden, aber ja, ach Mann, ich möchte den Adventskalender lieb haben, weil eigentlich habe ich den jedes Jahr lieb. Mugler oder Mugli hat eine Woche vor Heiligabend hier auch was reingegeben und die waren freundlich und haben gesagt, komm, 6 Milliliter von dem Alien Eau de Parfum als Miniatur. Gönnt euch hart, Mädels und Jungs. Wobei Mädels, weil es gibt extra noch einen Männer-Adventskalender. Finde ich gut, finde ich schön. Ich mag das Alien. Sehr schwer, aber sehr, sehr, sehr geil. Also entweder man liebt oder man hasst den Duft, glaube ich, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche mit Yves Saint Laurent am 18. Dezember. Und hier haben wir ihn drin, das finde ich ja toll, den Touche Eclat Radiant Touch Concealer, 2,5 Milliliter. Es wird zwar gesagt, dass du den eher so als Highlighter sehen sollst, aber das sagen die wahrscheinlich, weil es da halt nicht so super viele Farben von gibt. Ich habe den selber auch noch da in der Farbe Luminous Ivory, die Nummer 2. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Also wenn man es halt ein bisschen leichter haben möchte, ne? Und ich würde sagen, fast schon für dieses Ding und so ein paar hier draus aus dem Adventskalender, wenn man halt drauf abfährt, ne, lohnt sich das, weil das ist eine Full Size. Ja. Also eigentlich jetzt die zweite Full Size zusammen mit dem Deo, ne? Aber ja, dekorative Kosmetik feiere ich, finde ich großartig, beschwere ich mich nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde es total gut. Die Nummer 19, Valentino, Leute.
Hat auch gedacht, eine Probe ist okay. Damit sind die Leute zufrieden. 9. Donner. Born in Roma. 1,2 Milliliter. Also 3 Proben ist jetzt schon wirklich krass, muss ich sagen, oder? Also ich find's hart. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Es geht los im Endspurt Richtung Heiligabend. Und ich kann immer mehr verstehen, weswegen ihr mir geschrieben hattet. Hier habe ich von Biotherm die Aquasource Ziza Nutri Cream. Die habe ich tatsächlich noch bei mir, dass ich die ausprobieren möchte. Eine reichhaltige Creme mit Centella Asiatica und Live Plankton. Und hey, es sind 20 Milliliter hier drin, Leute. Das ist total super. Und so eine hautberuhigende Geschichte kurz vor Weihnachten kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Vor allem, wenn man sich die ganze Zeit wahrscheinlich so drüber aufgeregt hat, was in meinem Adventskalender drin war. Dafür mache ich ja auch diese Unboxings, ne? Die Nummer 21. Yay! Das finde ich auch gut. Wir haben jetzt unsere dritte Miniatur, Lancôme La Vie est Belle. 4 Milliliter haben wir hier von dem Klassiker der Parfums, ne? Und ich finde es wirklich toll, dass sie hier hinten das so nochmal drauf gemacht haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ansonsten breche ich mir immer einen ab und versuche das hier unten zu lesen. Das ist sehr hilfreich. 2 Tage vor Heiligabend habe ich jetzt den 22. Dezember und hier kommt noch ein bisschen dekorative Kosmetik von Yves Saint Laurent. Das ist ein Satin Color Lipstick. Das ist ja toll. 1,3 Gramm habe ich hier in der Farbe New Muse NM. Das ist dann wahrscheinlich auch ein sehr neutraler Ton, wenn wir schon... Oh, ist das hübsch. Wenn wir auch schon ein Rot hier drin hatten. Ach, guck mal. Weißt du, sowas, ne? Sowas finde ich schon wieder schön. Da bin ich wieder glücklich und ja, das ist halt so ein ganz toller Nude-Ton, sehr tragbar, sehr alltagstauglich. Das ist schon wieder geil. Ne? Da wollen sie jetzt mal zum Ende hin noch ein bisschen nett sein, dass man nicht allzu enttäuscht dasteht. Die Nummer 23. Ein Tag vor Heiligabend dürfen wir safe nochmal duschen gehen, denn das ist immer so dieser Humor von den Leuten, den ich mag. Nein, wir dürfen uns nochmal eincremen. Also, ich weiß nicht. Wir dürfen nur einmal duschen in der Adventszeit. Leute, das ist ein bisschen wenig, oder? Prada Paradox. 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ich glaube, das ist sowohl eine Hand- als auch eine Körpercreme, oder? Wie war das? Nee, das ist die Bodylotion. Ich hatte die auch mal irgendwie als Hand- und Bodylotion. Ich weiß jetzt nicht, wie das riecht. Könnte aber wirklich was für mich sein, auch vom Duft her mal gucken. Heiligabend haben wir safe eine ganz bestimmte Mascara hier drin, oder? Denn uns fehlt hier noch eine Full Size und das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Dann wird sich der Adventskalender nämlich schon mal direkt lohnen, ja. Also wenn man halt auf diese Hypnose-Mascara von Lancôme steht, dann wird man sich einfach den Adventskalender auch gönnen sollen, können, wie auch immer, weil, ja, das ist eine Full-Size, ne, dann hast du die dabei, du hast den Concealer mit dabei und dann noch die anderen Produkte, ich glaube, das trägt sich dann ganz gut und hier haben wir dann einmal die Mascara, ich blende euch hier mal das Bürstchen ein, ich habe sie nämlich, glaube ich, auch noch offen hinter mir, ne, ist schon schön, das dürfte so ein bananenförmiges Bürstchen sein oder ein ganz gerades tannenbaumförmiges Bürstchen, das weiß ich gerade nicht, doch, das besänftigt halt. Also wenn du halt wirklich, wie gesagt, die Produkte so weit verwendest, dann ist es preis-leistungstechnisch echt eine feine Kiste. Und dann sollte man sich den auch einfach holen, um sparen zu können. Ne? Wobei man auch die Produkte selber immer wieder reduziert bekommt. Das muss man einfach für sich selber entscheiden. Ich finde, dass wir einfach für 90 Euro schöne Produkte hier drin haben. Mich stören enorm die Proben, da habt ihr vollkommen recht. Das kann ich absolut unterschreiben. Ich finde es irgendwie schade, dass wir so wenig Duschgel drin haben. Habe ich letztes und vorletztes Jahr zu viel über Duschgele gemeckert? Wahrscheinlich. aber dafür halt einen Bodylotion-Overload. Ja, ne? Kann man machen. Aber was meint ihr denn? Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Da können wir uns super gerne einfach mal austauschen. Es sind viele alte Bekannte mit dabei. Vielleicht einfach, um seine generelle Routine wieder neu zu bekommen. Wenn man sowieso auf die Produkte steht, macht das Sinn. Wenn man Miniaturen sammelt und diese hier halt noch nicht hat, macht es auch Sinn. Ansonsten, um halt ein paar Düfte auszuprobieren, macht es Sinn. Aber das mit den Proben, das ist frech. Muss ich, ja, das ist wirklich frech. Ne? Der Adventskalender wird teurer und es ist weniger cooles Zeug drin, ganz einfach. Naja, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, dann Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.